Hallo und willkommen zu, jo, Barney Shit. Nee, Banished. Und, jo, das ist auch das Wetter hier, ne? Regen. Zwar nicht in Real Life, aber, jo. Ich dachte mir, wir können es ja mal schön spielen. Hier oben spielt mal wieder einer Borderlands. Ist auch, jo, ohne viel zu labern, würde ich mal sagen, neues Spiel. Wir nennen das Ganze hier mal. Ich bin mal so unkreativ. Nicht Steam öffnen. Björn Holm. Einfach mal so wie ich da schon. Karten Süd. In dem Geländetyp. Groß. Klima. Na, Raubraume nett. Katastrophen. Startbedingungen nehmen wir fürs Let's Play einfach mal leicht. Vielleicht spielen wir ja nur eine Runde, können wir ja mal schwer nehmen. Und Karten zieht nehmen wir mal hier. Was weiß ich. 1924. So. Falls das funktioniert, das ist schön. Und wir starten direkt mal rein mit einem innovativen Ladescreen. Ist sehr schön, ne? Hühnereier werden versteckt. Setzlinge setzen. Geländer aushöhlen. Zufallsname für Startbewohner kreieren. Zufallsgenerator überprüfen. Eisenadern erstellen. Bodenfeuchtigkeit hinzugeben. Kräuter beim Wachsen zuschauen. Täler einebnen. Einen Startpunkt suchen. Setzlinge setzen. Einen Weg zum Fluss suchen. Nach Schafen suchen. Giftpflanze entfernen. Einen Startpunkt suchen. Ja, jetzt wiederholt sich's langsam. Hühnereier verstecken, Flüsse mit Fischen auffüllen, Apfelbäume pflanzen, wilde Tiere suchen. Hatten wir schon. Wetterzyklus bestimmen, Kamerawinkel begrenzen, Handelsrouten setzen und hallo. Das sind wir auch schon drin. Auch direkt hier am Fluss, das passt eigentlich ganz okay. Womit starten wir? Mal sagen, indem wir uns erstmal hier den Kram einblenden. Den brauchen wir nicht. Karte. Die setzen wir uns mal drunter. Und dann würde ich sagen, ich habe ein paar Mods drin wohlgemerkt. Deswegen ist das ganze Ding auf Deutsch. Setzen wir mal einen Acker. 15 mal 15 geht, glaube ich. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Lagerhaus. Haben wir momentan. Einen Markt brauchen wir gerade nicht. Bauarbeiter nehmen wir mal. Stellen wir mal zwei ein. Dann würde ich sagen, legen wir mal einen Weg hier hin. Und hier in die Mitte haben wir mal hier so ein Stockpile oder auch Lagerplatz. Und was ich glaube ich auch noch lohnen würde zur Nahrungsproduktion ist eine Viehweide. Einfach der. Auch wenn es größer geht, mache ich die auch mal nur 15 mal 15. Und jetzt, da das läuft, hauen wir mal ein bisschen Speed rein. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus hier. Wir haben auch schon Lagerplatz. Wir brauchen jetzt noch. Ist es hier dabei? Steingatherer brauchen wir nicht. I'm a Gatherer. Wasser zur Brandbekämpfung. Oh, so ein Riesengerät. 40 Steine ist mir gerade zu teuer. Viertel. 30 Steine, 80. Das ist auch noch ein Lagerhaus. Ich brauche aber noch ein Dingens, wenn ich ihn dann finde, ein Schmied.
Können wir eigentlich auch gerade setzen. Wie dreht man die Dinger? Das war's nicht. Ach, R. R wie Rotation. Ein Schmiedbraume. Ein Trading Point. Ich gebe das hier gerade alles schon mal in Auftrag. Brauchen wir nun mal einen geeigneten Platz. Perfekt. Und ist ja doch der Holzhacker. Kann ich das ja auch Priorität erhöhen. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Speed reinhauen. Ja, wir haben Frühling. Und da ist das Feld fertig. Was wollen wir hier anbauen? Was können wir denn anbauen? Ja, bleibt nicht viel zur Auswahl, ne? Bauer, brauchen wir 4 Stück. Ich stelle mal auch gleich ein. Dass die Nahrungsproduktion sitzt. Wenn die Nahrung läuft, gut, ich gönne den mal einen mehr für das Jahr, denn wir haben ein bisschen später angefangen. Dann brauchen wir einen Holzhacker, damit wir im Winter Feuerholz haben. Jetzt bauen sie den Schmied, der ist auch eigentlich recht wichtig. Können wir momentan aber noch eigentlich relativ Eisenwerkzeug, Holz, Eisen. Ja, wir haben momentan noch kein wirklich Eisen, der bleibt momentan mal stillgelegt. Dafür müssten wir erst hier Eisen abbauen. Uns fehlt, so wie es aussieht, Holz. Momentan, da wir noch keinen Holzfäller haben, kann man das eigentlich recht einfach machen. Bäume fällen. Hier auf dem Gebiet mal die Bäume fällen, die brauchen müssen eh weg. Haben die Laborer was zu tun? Oder auch Arbeit her. Ach, da wird das Wetter sogar mal schön. Ach, da ist einer gestorben. Das ist natürlich ganz blöd. Hier wollen wir dann die Rinder haben. Dafür brauchen wir 4 Hirte. Gönn ich mal einen. Der reicht ja eigentlich momentan. Und dann wird das hier auch schon wieder lichter. Jetzt wird auch hier gebaut, der Trading Point. Also, hier kann man handeln. Ich sag trotzdem die englischen Begriffe, auch wenn ich schon längst auf Deutsch umgestellt habe. Auch sehr schön. Ja, da bauen wir hier Björn Holm. Eigentlich wollte ich das Arbeiterfenster gar nicht schließen. Brauchen wir gerade keine, die kann man rausziehen. Wollen wir doch mal gucken, dass wir möglichst schnell ein bisschen Eisen kriegen. Hier kann man die doch bestimmt hinsetzen. Ja, sehr schön. So. Feuerholzlimit will ich auf 500 haben. Er darf noch ein bisschen arbeiten.
Wir haben Herbst und die sind schon fast fertig mit der Ernte, das ist auch sehr schön. 8 von 11, das heißt, bald haben wir auch Rinder zum Fressen und zum Zeug haben. Hier mit der Mod kamen auch so schmale Häuser hinzu. Die baue ich eigentlich ganz gerne, weil ich finde, dass sie ganz nett aussehen. So aufgeständert. Das Stuckenborst Lavetta, wie Kronk immer gesagt hat, das haben wir, glaube ich, hier auch. Ne, das haben wir hier auch. Wetter ist hier auch nicht schön. Und da wird's Winter. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, es gibt jetzt mal einen Händler. Der ist, wenn man die alle sieht, da. Zwei reichen gerade erstmal. Ja, fressen reicht momentan noch nicht. Wir brauchen unbedingt einen Fischer. So, kriegen wir den hier auch gescheit dran. Jo. Zwei Fischerhütten. Dass uns das Essen nicht ganz ausgeht, dann sterben nämlich die Leute. Wobei, die haben, glaube ich, noch was auf Lager, oder? Jo. So, die dürfen dann hier mal ein bisschen aufräumen. Wollen mal sehen, dass man gleich in der Frühling ist, wird hier die wieder einstellen. Aber vorher kriegen wir die wieder auf 4 runter. So. Frühlingsanfangen. 1, 2, 3, 4. Sind die auch wieder am Wirken. Die Rinder sollen sich noch schön vermehren. Und wir brauchen, glaube ich, Arbeiter. Das wäre auch von Vorteil. Meine Güte, ich stelle mal auf fünffach. Arbeiter. 3-3, das passt gerade eigentlich. Hier, die Dreckwege brauchen ja keine Ressourcen. So. Wie viel haben wir denn? 15, 0, 10. 15 Kinder haben wir. Und 10 Erwachsene. Momentan viel Holz haben, dürfen die Holz hier mal, wobei Brennholz dürfen wir, so sagen wir mal, 100 einlagern. Wie viel Steine haben wir? Brennholz, ja, das müssen sie noch verarbeiten. Stein haben wir nur. Vom Stein sagen sie, dürfen sie 50 haben. Das reicht auch. Das sind sie am Anbauen. Und uns geht das Essen zur Neige. Vielleicht kommt ja wenigstens mal ein Trader vorbei. Sieht aber schlecht aus. Na gut, vielleicht sollten wir auch flussaufwärts gucken. Ah, Fischer, 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 Fischer.
So. Jetzt müssen wir hier wieder Nahrung produzieren. Ohne Nahrung wird es schwer. Wollen ja nicht, dass das Dorf ausrottet. Also uns ausrottet. So, jetzt kommt noch langsam wieder Nahrung beisammen. Das ist schön. Sag mal, wie oft will er jetzt Borderlands noch starten? Damit wir auch was kaufen können. Der scheint ja nicht so viel Holz dafür zu brauchen. So. Das Nahrungslimit ist eigentlich so Wurst, die sollen so viel produzieren, wie sie können. Da stelle ich gleich mal auf 50. 50.000. Je mehr Nahrung, desto besser. Wenn nicht verkaufen müsse. Industrienation Björnholm. So, und für den Winter haben wir jetzt, bauen wir jetzt hier auch schon den Ruhrpott. Industriegebiet. Haben wir jetzt 3 Abend auf einer Bauarbeiter spielen und hier die Wege bauen. Distillerie, Schmied, Kräutersammler. Und wollt ihr ein Fass hinstellen? Was? Warum? Aber es ist eigentlich ganz nett zur Deko. Hier haben wir wieder die Brunnen. Was wäre das hier? Warum nicht? Stadtmauer. Ich meine, man kann es ja auch übertreiben. Meine Güte, dann holt euch doch was. Wir sind am Ernten. Ist eigentlich auch gut. Eigentlich reicht ein Feld gar nicht. Ich baue mal vorsorgshalber ein zweites. Mal 15 passt. Bald haben wir auch hier die 20 Minuten erreicht. Eigentlich wollte ich das ja nur bei Minecraft machen, aber mittlerweile bin ich jetzt überall bei 20 Minuten. Von daher, warum denn nicht? Im Winter können wir dann die Bauern alle hier in den Ruhrpott schicken. Jetzt schneit es ja schon im Herbst, das macht natürlich hier die Ernte kaputt. Die geht ja jetzt ein. Sollen sie versuchen, so viel wie möglich noch zu ernten? Das ist scheiße. Wir hier mal wenigstens bald. Das sieht schlecht aus.
haben wir hier die. Zwei dürfen arbeiten und die farmen Eisen, passe ich schon. So, aber die sollen nicht arbeiten. Genau das wollte ich. Wenn der Händler mit Essen kommt, das wäre natürlich schön. Dann hier vielleicht wenigstens auf. Jo, jetzt gibt es hier immerhin ein bisschen Essen. Dass wenigstens die Lager gefüllt sind. Frühlingsanfang, das heißt 1, 2, 3, 4 und aus dem Ruhrpott ziehen wir ab. Und die 8 Fischer können jetzt sogar drin bleiben. Das ist gut. Sehr gut. Wenn ich die nächsten 4 hier zusammen, aber wenn ich jetzt noch einen hier zusammenkriege, irgendwie wo rausgekratzt. Holzhacker brauchen wir nicht. Die sollen hier auch arbeiten. Ich glaube, das ist aber Fahrenheit. Ist sonst etwas zu warm. 75 Grad. 76. Davon kann man auch nie genug haben. Uns ist einer verstorben. So wie es aussieht. Aber hier sind trotzdem nachgerutscht. Nee, Quatsch. Ich lese gerade rum. Es werden weniger Kinder und mehr Erwachsene. Das ist gut. Vier Hütte gibt es jetzt auch. Zwei. Wir haben ja Plätze frei. Werkzeugvorräte. Dann gibt es jetzt einen Schmied. Werkzeuge mit Holz und Eisen. Oh, ein Händler ist da.
Was hat er denn dem Mann gebot? Er hat Stein. Er hat nur Holz. Dann kann ich bei dem was ordern. Brauche ich eigentlich momentan gar nichts von. Tschüss. Sind sie am Ernten, das ist auch gut. Hier regnet es auch mehr als sonst was. Jetzt sind wir schon über. Jetzt sind wir fast bei 30 Minuten. Das ist, wenn man zockt, ne? Und das fällt dir in den Chat. Egal. Ja. Würde ich mal sagen, mit ein bisschen Überlänge, würde ich sagen, beenden wir mal die Folge hier, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.